ansonsten fühle ich mich einfach frei. Ich vergesse den Alltag. Man kann tun lassen, was man eigentlich will und mag. Und deswegen ist es ein schönes Gefühl, ja. Beim Tanzen kommt es auch sehr zum Ausdruck, ob man motiviert ist, ob man das mit Motivation macht. Und ähnlich ist es auch auf der Arbeit. Ich finde, Verantwortung spielt eine sehr große Rolle, denn ohne Verantwortung würde man, glaube ich, die Sache viel zu leicht nehmen. Hallo, ich bin Diana und lerne technische Zeichnerin. Ohne Leidenschaft funktioniert keine Sportart richtig. Ich habe Spaß, während ich spiele, vielleicht jemand den Ball abnehme, ein Tor schieße. Es macht generell einfach Spaß. Je motivierter ich arbeite, desto besser komme ich voran. Und wenn ich Spaß an meiner Arbeit habe, arbeite ich motivierter. Und im Endeffekt ist Motivation immer wichtig für die Arbeit. Verantwortungsbewusstsein, Motivation und Teamplay sind sowohl im Sport als auch auf der Arbeit sehr wichtig. Und hier habe ich die Möglichkeit, diese auch gut umzusetzen. Hallo, ich bin Tom. Ich lerne technischer Zeichner, Schwerpunkt Maschinen- und Anlagenbau. Reiten ist für mich auf jeden Fall Freiheit, wenn der Wind ins Gesicht weht und man einfach nur davon galoppieren kann. Wenn ich dem Pferd nicht vertrauen kann, dann kann ich nicht richtig reiten und kann da nicht loslassen. Und wenn das Pferd mir nicht vertraut, dann läuft es auch nicht richtig und dann hat es keine Lust, irgendwas für mich zu tun und mit mir zu arbeiten. Das ist ja ein Geben und ein Nehmen. Persönlicher Einsatz bei der Arbeit ist auf jeden Fall wichtig. Irgendwie muss man ja sich einbringen und wenn ich das nicht tue, dann funktioniert es natürlich auch auf der Arbeit nicht. Hallo, ich bin Jenny und lerne Industriekauffrau. Wenn ich laufe, kann ich meinen Gedanken freien Lauf lassen und einfach mal ich selber sein. Die Verantwortung spielt in dem Sinne eine Rolle, indem ich nämlich die Aufgaben, die ich gestellt kriege, zur Zufriedenheit aller lösen muss. Dadurch kann ich zeigen, wo mein eigener Wert drin liegt. Beim Laufen und beim Arbeiten verfolge ich letztendlich eins, nämlich das Erreichen eines Ziels. Hallo, mein Name ist Mehmet und ich lerne Industriemechanik in der Fachrichtung Produktionstechnik. Die Ausbildung hier bei der PV ist für mich deswegen sehr attraktiv, weil man hier lernt, auf selbstständige Art und Weise vor allen Dingen seine Probleme zu lösen. Man lernt so auch das Montieren, man lernt das Reparieren und man lernt auch das Arbeiten an Fertigungsmaschinen. Also damals habe ich ein Praktikum hier in der Firma erstmal gemacht und ab da habe ich gemerkt, dass mir der Job wirklich Spaß macht. Anfangs hatte ich wirklich Angst, weil ich wusste, 9 Monate muss man durch die Werkstatt, aber im Endeffekt hat sich herausgestellt, dass wirklich dieser Bereich einer der schönsten 9 Monate jetzt in meiner Ausbildung waren. Die Ausbildung hier bei der PIV ist sehr abwechslungsreich. Ich habe sogar schon als Azubi hier in die PCs Karten eingebaut. Für mich macht die Ausbildung halt attraktiv, dass wir die Zeit haben, das zu lernen, was wir brauchen. Wir haben einen 3-monatigen Grundlehrgang allein schon in unserem Schulungsbüro, wodurch wir einen immensen Vorsprung vor allen anderen in der Klasse zum Beispiel haben. Ich habe auch Getriebe montiert und man war schon glücklich, als man sah, was man dann am Ende gemacht hat. Eine Industriekauffrau muss auf jeden Fall vielseitig sein. Die muss kommunikativ sein, die muss Verhandlungsgespräche führen können, die muss mit Lieferanten reden können und da ordentliche Sachen abklären. Sie muss auch ein bisschen rechnen können fürs Controlling oder für die Finanzbuchhaltung. Ein Industriemechaniker muss handwerkliches Geschick besitzen, Fleiß und selbstständig seine Probleme lösen können. Technischer Zeichner muss gut mit einem PC klarkommen, gute Mathekenntnisse besitzen und auch ein gutes räumliches Vorstellungsvermögen besitzen. Also technische Zeichner, die in der PV lernen, haben sehr gute Chancen auch bei anderen Firmen, sind sehr angesehen. Ich würde gerne in eine leitende Position später mal kommen. Und dafür ist es auf jeden Fall wichtig, dass ich hier verschiedene Abteilungen durchlaufe und viel gesehen habe, dass ich überhaupt dazu das Wissen habe. Die speziellen Karrierechancen, die mir hier ermöglicht werden, sind zum Beispiel, dass ich meinen Meister machen kann, meinen Techniker. Sowohl als auch später sogar ein Ingenieurstudium. Ich muss jetzt nicht technischer Zeichner bleiben. Ob ich in die Arbeitsvorbereitung, den Einkauf oder vielleicht studieren gehe, bleibt mir eigentlich offen.
Aber mein eigenes Berufsziel ist halt eben, dass ich meine Ausbildereignung mache und dann später selber Ausbilder werde. Also wir wollen alle mal was werden. Also das Betriebsklima hier ist wirklich sehr gut. Die Kollegen sind immer für ein Gespräch da und helfen auch immer gerne, wenn man Hilfe braucht. Ich schätze es halt eben sehr, dass die Atmosphäre an sich sehr locker ist. Weil sich hier viele Leute einfach gut verstehen. Das Teamwork läuft so, dass die Ingenieure das Ganze entwickeln, die technischen Zeichner bringen es in eine Zeichnung. Es geht in die Arbeitsplanung bzw. Einkauf, die Teile besorgen. Es geht in die Fertigung, die Teile herstellen und danach in die Montage, die das Ganze zusammenbauen. Wir sind die PEV, wir haben Ziele und die Disziplin, diese zu erreichen. Ich kann trotzdem ich sein und das macht Riesenspaß. Haben sich sehr gefreut, weil mit der Ausbildung hier bei der PV habe ich nämlich den ersten Schritt zu einer gesicherten Zukunft sichergestellt.